auch, dass du das einordnest, wie man mit dem Grundrechtsprotest umgeht in den Medien. Das ist eigentlich ein beispielloser Skandal, aber du hast das wunderschön, ja, mal von der linken Warte, du bist ja nun absolut unverdächtig, eher links einzuordnen. Vielen, vielen Dank. Ja, und dann würde ich sagen, Sven Tore, machen wir doch gleich weiter. Ja, hallo allerseits, hallo ihr Lieben. Ja. Ich habe hier gerade nochmal den Auftrag bekommen, seid mir nicht böse, es kotzt mich selbst auch maßlos an, aber bitte vermittelt euch nochmal ein bisschen. Es ist so im Moment, wie es ist. Und wir können das jetzt erst einmal nicht ändern. Ja, ich möchte heute gar nicht allzu viel sagen, schließe mich aber letztendlich punktuell an das an, was Erika heute Abend hier zu uns gesagt hat. Und da nehme ich ganz speziell einen Punkt heraus, der mir heute bei der Qual des Anschauens der sogenannten Bundestagsdebatte noch mal klar vor Augen geführt wurde. Was wir hier sehen oder gesehen haben, die Leute, die es gesehen haben, die können nicht anders als zu erkennen, dass das ein reines Schaulaufen für etwas längst Beschlossenes war. Ja? Die führenden Politikdarsteller, die uns vor der Wahl noch klar und deutlich gesagt haben, wir werden keine Impfpflicht einführen, sind reihenweise nicht nur umgekippt, sondern haben sich selbst ihre verlogene Maske vom Gesicht gerissen. Ja? Und ich fordere hier wirklich jeden Menschen auf, der hier heute ist, vergesst das nicht. Bei den Landtagswahlen, bei den Bundestagswahlen und generell, wir müssen dazu übergehen, dass wir politische Forderungen stellen. Es kann nicht angehen, dass das Erika richtig gesagt und erkannt hat, dass mit der Einführung der sogenannten Impfpflicht gleichzeitig einhergeht, das wurde heute mehrmals von vielen Abgeordneten gefordert, ein sogenanntes Impfregister. Das ist genau der Punkt, wo Sie uns alle nicht nur durchleuchten können, das werden die auch. Ja, ich bitte euch mal zu bedenken, wenn ihr vor 3 Jahren an einer Krankheit gelitten habt, so dass ihr arbeitsunfähig wart, dann stand auf der Krankmeldung noch nicht mal der Grund oder die Art eurer Erkrankung. Die Arbeitgeber hatten nicht das Recht zu erfahren, an welch einer Krankheit ihr erkrankt seid. Heute müssen wir oder die Gesunden generell beweisen, unter Benennung der eigenen Krankheitslage letztendlich, dass wir gesund sind. Und damit einhergehend bezieht sich das Ganze nicht nur auf den Impfstatus, denn es wird in diesem Green Pass von der Wiege bis zur Bahre eure persönlichen Gesundheits- oder Krankheitsdaten abgebildet und jederzeit abrufbar gemacht. Glaub bitte nicht! Hier, das sage ich mit aller Deutlichkeit, geht es, so wie Erika schon gesagt hat, um die Freiheit weiterer Generationen in diesem Land. Und wenn wir das zulassen, dann sind wir mitverantwortlich für ein drittes totalitäres System innerhalb von 100 Jahren in diesem Land, in Deutschland,
Das muss man sich mal vorstellen. Und all diejenigen, die das unterstützen, aktiv oder durch sogenanntes bewusstes Wegschauen. Ihr könnt euch sicher sein, dass die Globalisierung auch Vorteile hat. Denn auch für euch Täter wird diese Welt zu klein sein, um euch vor den Menschen, vor eurer gerechten Zuführung eurer Taten zur Verantwortung zu ziehen. Das werden wir. Diesmal werden wir das hundertprozentig machen. Und abschließend an alle Politiker auf Kreistagsebene, Landtagsebene, Bundestagsebene, sucht euch nach den kommenden 4 Jahren einen neuen Job. Denn wir Steuerzahler, die ihr aus der Gesellschaft ausschließen wollt und schon getan haben, wir werden dafür sorgen, dass ihr Not und Leid durch Arbeitslosigkeit erfahrt, das, was ihr uns zugemutet habt. Und ich weiß, ich bin für manche hier zu radikal, aber wenn ich mich umschaue, mit was wir es hier konkret zu tun haben, dann bitte ich euch um Verständnis für meine klaren Worte. Ich bedanke mich.